Hallo ihr da draußen, heute gibt es eine neue Rezension von mir. Und zwar, wie versprochen, hatte ich von Thomas Bannerheld Die Raben gelesen. Das Ganze ist im BTB Verlag erschienen, kostet 21,99 Euro im Hardcover und hat 444 Seiten. In dem Buch dreht sich das Ganze um Klaas. Klaas erzählt von seinem Leben. Klaas ist, ich glaube, 10, 14, Teenager ist Klaas. Und Klaas ist ein Träumer. Er liebt die Vögel, er kennt Birdwatcher im Englischen. Er kann alles sagen über die Vögel, kennt sie beim Namen, welche Eier sie legen, wo sie gerne brüten, an ihrem Klang erkennt dass sie, wo welche Vögel leben, alles kann er erzählen. Aber das stört natürlich vor allem seinen Vater. Denn sein Vater ist der Ansicht, dass Klaas nun wirklich ein totaler Träumer ist und er doch bitte mehr mit auf dem Feld und im Haus mitarbeiten soll. Und das kann Klaas nicht so richtig verstehen. Also er hilft zwar dem Vater, aber eigentlich nur so, weil er muss. Aber eigentlich möchte er doch lieber, zieht er die Einsamkeit vor und die Stille mit den Vögeln. Und so kommt es doch schon zu einigen Konflikten zwischen Klaas und seinem Vater. Der Vater, der Klaas als verrückt bezeichnet, weil er einfach nicht mithelfen möchte. Aber von Klaas Seite ist der Vater zunehmend verrückt. Und das ist wirklich so, dass der Vater verrückt wird. Und das belastet natürlich die ganze Familie. Wie sich das Ganze jetzt ausweitet und inwiefern das jetzt mit dem Verrücktsein zu tun hat, das müsst ihr dann schon selber lesen. Und praktisch mit Klaas dann zurechtkommt. Und es stellt sich natürlich schon die Frage, es dreht sich alles ums Verrücktsein. Mein Fazit. Dieses Buch ist ein sehr ruhiges Buch. Klaas erzählt über sich und über seine erste Liebe und über die Vögel und seine Familie und was da so alles passiert. Das erzählt er total unaufgeregt und sehr träumerisch. Ist man denn jetzt verrückt? Was ist normal? Ab wann ist man verrückt? Wie zeichnet sich das aus? Ab wann ist man normal? Was ist normal überhaupt? Was macht das Leben eigentlich aus? Muss man wirklich arbeiten, um glücklich zu sein? So wie es der Vater immer sagt, dass er ja arbeiten muss, und um alle zu ernähren praktisch und um Geld zu verdienen. Oder ist es doch eher, ist das Leben doch dazu da, glücklich zu sein und einfach nur den Vögeln zu lauschen und die Stille zu genießen. Und das wird alles unaufgedrängt über die Erzählweise von Klaas dem Leser beigebracht oder näher gebracht. Ja. Trotzdem, Klaas erzählt sein Leben ganz unaufgedrängt und über alles Mögliche. Und man kann Klaas auch total verstehen, wenn er sich dass sich bedrückt fühlt, aber irgendwie kann man das trotzdem nicht so richtig als Leser greifen. Also man kommt nicht wirklich an den Punkt, wo man sagt, ach komm Klaas, jetzt komm mal her. Es bleibt immer so eine gewisse Distanz dazwischen. Es ist auch bei den kleinen Höhepunkten in diesem Buch immer wieder so, dass das ganz schnell wieder abflacht und es plätschert dann weiter. Und das ist ein wenig schade. Dadurch gehen doch die Beziehungen verloren und auch ein wenig Stück weit die ganze unbewusste Fragerei wird dann dadurch wieder ein wenig abgeflacht. Ja, man hat schon das Gefühl, dass man vielleicht doch etwas verpasst in der Geschichte. Aber es ist trotzdem noch ziemlich gut zu lesen. Dadurch ergibt sich natürlich auch durch die Trostlosigkeit von Klaas, der wirklich an Punkte kommt, wo er nicht mehr weiter weiß, was er nun zu tun hat. Und das überträgt sich dann schon automatisch auf den Leser, der auch in einer gewissen Trostlosigkeit dann abdriftet, dadurch, dass er nicht mehr weiß, wie es dann weitergehen soll in dem Buch und was in der Story so passiert und mit Klaas und mit seinem Vater. Das Ganze
der ganze Konflikt zwischen den beiden, wie man das denn am besten lösen könnte. Und das ist wirklich eine wirkliche Trostlosigkeit. Besser kann man es einfach nicht beschreiben, was in diesem Buch auslöst. Stilistisch ist dieses Buch sauber und sehr poetisch geschrieben. Die Landschaften und vor allem die Vögel werden total schön beschrieben und als wäre es das Beste der Welt, wovon ich ja von den so Vögeln überhaupt keine Ahnung habe, kam es mir doch schon so vor, als würde da Klaas wirklich das ja, lieben und das kommt schon, die Liebe kommt dann halt wirklich rüber in diesem Buch. Und ja, das nimmt einen dann doch schon wieder mit, sich Gedanken über sich selbst zu machen im Punkto Verwirrtheit und bin ich da normal. Zusammenfassend ist dieses doch sehr stille Buch eine Studie über das Verwirrtsein und vor allem auch über die Folgen für denjenigen, aber auch für das ganze Umfeld um denjenigen herum. Und somit ist es dieses Buch doch für Menschen geeignet, die auf, ja, auf die Psychologie von Menschen stehen, sozusagen. Aber auch für, ja, aber auch für Leute, die gerne träumen, ist dieses Buch doch zu empfehlen, was doch etwas anderes ist und sehr träumerisch. Und ja, und ob man jetzt normal oder verwirrt ist, das ist ja immer so eine Frage. Und im Endeffekt ist ja, wenn man ganz normal ist, ja doch ein wenig langweilig, oder? Ich habe dem ganzen Buch 4 Sterne gegeben, weil ich dann noch ein wenig, doch noch zu viel Distanz noch zwischen dem Leser und dem Buch hatte. Aber nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert und ich bin gespannt. Vielleicht kommen noch mehr Bücher von Thomas Bannerhead. Damit danke ich mich fürs Zusehen und Zuhören und bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Buch. Tschüss!